Europa und der New Space. Bisher nur eine Geschichte für solch schöne Animationen. Doch der Weltraum wird zum Schlüssel der Wirtschaft für das 21. Jahrhundert. Während Europa dorthin noch seinen Weg sucht, sind amerikanische Unternehmer schon da. 2020 in Europa. Allein in Deutschland gibt es laut Manager Magazin mehr als 200 Milliardäre. Die meisten davon durch vererbtes Unternehmenskapital. Geld ist auf dem alten Kontinent reichlich vorhanden, doch ihren Besitzern fehlt es an Visionen. Vor allem aber mangelt es diesem pressescheuen Geldadel am erforderlichen Mut des öffentlichen Scheiterns. Unsere Kultur hier findet leider komplett außerhalb jeglicher Risikobetrachtungen statt. Das war allerdings nicht immer so. Vor einem Jahrhundert gab es auf diesem Kontinent viel Aufbruchsstimmung und zahlreiche große Erfinderunternehmer. Nur einige Beispiele. Werner von Siemens, er hat die Welt elektrifiziert. Thomas Cook schuf den modernen Massentourismus. Coco Chanel hat die Emanzipation der Frauenwelt mit lässiger Mode inspiriert. Und Graham Bell steht am Beginn unserer vernetzten Welt. Ganz unterschiedliche Unternehmenskonzepte und doch eine große Gemeinsamkeit. Der Weg führte stets übers Scheitern zum Erfolg. In den USA gibt es diesen risikobereiten Menschentyp auch heute noch. Er setzt auf Raumfahrt, das globale Herzstück der Wirtschaft von morgen. Amazon-Gründer Jeff Bezos und Tesla-Schöpfer Elon Musk zum Beispiel, zwei Ikonen der digitalen Ökonomie, sind seit vielen Jahren auch mit großen und risikoreichen Visionen in der Raumfahrt aktiv. Wiederverwendbare Raketen, autonome Fahrzeuge für den Einsatz auf dem Mond und Weltraumschiffe für den bemannten Flug zum Mars. Man darf als Unternehmer nicht wie ein Söldner handeln. Man muss eine Mission verfolgen. Nur so kann man bessere Produkte und Dienste anbieten als andere. Die Söldner wollen nur Geld verdienen. Paradoxerweise ist die Mission also nicht mehr Geld zu machen. Man muss etwas angehen, das einen wirklich begeistert. If you aren't going to take risk, if you come up with a business idea, there's no risk there. Dafür muss man auch ins Risiko gehen. Wenn du dazu nicht bereit bist, dann machst du etwas, das andere auch schon gut gemacht haben. Du musst etwas machen, das gerade nicht geht. Und das heißt auch, du musst akzeptieren, dass dein Business in vielen Aspekten wie ein Experiment auch scheitern kann. Auch Elon Musk hat viele Jahre Raketenstarts erleben müssen, die in der Presse hämisch kommentiert wurden. Diese Zeiten sind vorbei. Heute kann SpaceX mit seinem wiederverwendbaren Transportsystem Falcon 9 und der Versorgungskapsel Dragon milliardenschwere Aufträge der NASA von und zur internationalen Raumstation ISS vorweisen. Mit der Dragon 2 arbeitet Musk inzwischen am nächsten Schritt, dem kommerziell ausgestalteten Weltraumtourismus, und er entwickelt Ideenkonzepte für den Flug zum Mars, Fehlschläge inbegriffen. Da muten die von New Space Pionieren entwickelten Projekte eines weltallgestützten Internet aus der niedrigen Umlaufbahn fast schon konventionell an. Der Markt steht vor der Tür mit kapitalstarken Unternehmen wie Starlink von SpaceX und dem Projekt Kuiper. It would be Project Kuiper. This is our LEO satellite constellation. Mit unserem Satellitenprojekt Kuiper wollen wir überall auf der Welt Breitbandinternet anbieten können. Es wird auf der ganzen Erde gleichwertige Verfügbarkeit ermöglichen. Also nicht ganz gleich. Leider sind die Polregionen am besten versorgt. Aber der Dienst wird die ganze Welt erreichen, alle Menschen, die heute zu wenig Bandbreite haben, auch entlegene Gebiete. Denn breitbandig verfügbarer Internetzugang ist ein fundamentales Bedürfnis des Menschen. Und ich denke, you can see going forward that Internet to access to broadband is going to be very close to being a fundamental human need.
Im Gegensatz zu diesen hochfliegenden Plänen ein Beispiel des kollektiven Versagens in Europa. Es trägt den Namen Galileo. Vor weit über 10 Jahren als Konkurrent zum amerikanischen Global Positioning System und dem russischen GLONASS konzipiert, kann Europa heute nur noch kleinere Brötchen backen. Trotz bester Technologien und einem extrem frühen Startzeitpunkt. Irgendwie ist Galileo ein fliegender Hightech-Krüppel geworden. Galileo ein eigenständiges europäisches System? Naja, jetzt eher so etwas wie der Juniorpartner des amerikanischen GPS. Backup für den besonderen Notfall, auch in der modernen Verteidigung, die längst ohne Navigation, Kommunikation und Security aus dem Weltraum nicht mehr vorstellbar ist. The first element is that space is an enabler. Als erstes, der Weltraum ist ein Enabler für Sicherheit und Verteidigung. Ich weiß natürlich nur zu gut, dass das für Europa lange ein Tabu war. Als erstes müssen wir verstehen, dass es zwingend erforderlich ist, unsere Verteidigung immer besser gemeinsam zu organisieren. Natürlich hat jedes Land in Sachen Verteidigung seine eigene Geschichte. Und das Ziel zu erreichen, wird nicht ganz einfach sein. Aber es ist bedeutend, damit voranzukommen. Und der Weltraum ist dafür ein ganz entscheidender Faktor. Auch Galileo hat eine Verteidigungsdimension. We all know that Galileo, for example, has defense dimension. Doch auch aus dem deutschen Militär in Sachen Galileo nur wohlmeinende Absichtserklärungen. Galileo ist ein ziviles System der Europäischen Union. Nur wenige Endgeräte, Navigationsgeräte im zivilen und militärischen Gebrauch sind für eine Nutzung von Galileo oder sogar einer dualen Nutzung von Galileo und oder GPS ausgelegt. Die Bundeswehr nutzt, wie im Übrigen alle anderen NATO-Mitglieder auch, das US-System. Alleine vor dem Hintergrund vornehmlich gemeinsamer Einsätze im NATO-Rahmen ist bislang schon aus operationellen Gesichtspunkten eine einheitliche Navigationsbasis Voraussetzung für gemeinsame Operationen. Selbstverständlich liegen die Funktionalitäten von Galileo im Interesse der Bundeswehr. Jede Entwicklung hierzu wird aufmerksam verfolgt. Die weltraumtechnisch gut entwickelte Raumfahrtbranche in Europa zeigte einst Interesse am Betrieb von Galileo. Die etablierten Hoflieferanten wie Airbus und OHG sprechen zwar gern über Dienste und privatwirtschaftliches Engagement, doch sind sie an dicke Staatsaufträge bei weitgehend reduziertem unternehmerischem Risiko gewöhnt. Das zeigt das Beispiel Galileo. Gern hätte beispielsweise Airbus den Dienst betrieben, allerdings nur, wenn das Risiko auf die Mitgliedstaaten sozialisierbar gewesen wäre. Inzwischen wird Galileo im Auftrag der Europäischen Kommission von einer überstaatlichen Agentur organisiert und einem Betreiberkonsortium aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt sowie der italienischen Telespazio faktisch betrieben. Und zwar so, wie das ein derartiges Konstrukt eben kann. Ein unerwarteter Ausfall des Systems blieb im Sommer 2019 tagelang ohne irgendeine Konsequenz. Kommerzieller Betrieb mit zahlenden Kunden oder gar sicherheitsrelevante Anwendungen fürs Militär, so funktioniert das nicht. We need to invest in the future and to get organized to deliver more. Wir müssen in die Zukunft investieren. Dafür müssen wir mehr liefern, aber vor allem auch anders. Wir werden weiterhin viel Geld ausgeben, da können Sie auf mich setzen. Ich beschaffe das Budget. Wir werden viel Geld auf den Tisch legen. Wir müssen damit aber besser, auch anders umgehen. It means that we will have to work, of course, better and probably differently. The space sector is undergoing massive change worldwide. Wir erleben gerade im Weltraum massive weltweite Veränderungen. Das wissen Sie hier besser als ich. Weltraumaktivitäten werden billiger und alles verändert sich dadurch. Das ist eine Realität. Of course, cheaper and more accessible. So of course, that's a reality we are in. Wir sind längst nicht mehr in einem Business as usual Modus.
That's why also we are not in a business as usual mode or environment anymore. That's over. Ein Ausschnitt aus der programmatischen Rede des EU-Binnenmarktkommissars Thierry Breton im Januar 2020. Es sind vor allem solch beschwörende Worte, die das Bild in Europa prägen. Mehr und anders, das ist die Botschaft. Doch Think Big, das ist nicht Europa im Jahr 2020. Beispiel Merck, ein Pharma- und Technologieunternehmen, das immerhin versucht hat, an der Grand Challenge der ESA mit einem Team teilzunehmen. Aber auch hier kleckern statt klotzen. Den Bereich New Space gestaltet Merck durch seine Smart Antenna Technologie aktiv mit. Neue Satellitenkonstellationen, um Internet auf der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen, werden erst durch Empfangstechnologien wie Smart Antenna ermöglicht. Starke Unternehmer kaufen Fußballclubs oder sind gemeinnützig unterwegs. Durchaus ehrenwert, aber alle ohne finanzstarken Blick in die Entwicklung der Wirtschaft von morgen. Die Zeichen stehen in Europa auf Sturm. Auch die Politik hat viel zu lange gebraucht, um das Potenzial des New Space für die gesamte Wirtschaft sowie seine Bedeutung für Sicherheit und Verteidigung zu erkennen. Zu bieten haben wir in Europa inzwischen nur noch hervorragende Ideen. Sie aber in industriellen Maßstab zu setzen, dafür fehlt es an allem, was nötig wäre. Erstens an privatwirtschaftlichem Engagement unterschiedlicher Branchen. Zweitens an Kapital aus der Wirtschaft und der Finanzwelt für die Ideenentwicklung von Start-ups. Und drittens vor allem an großen Visionen mit dem Mut zu unternehmerischem Risiko. Unterdessen verbreitet die ESA einen Hoffnungsschimmer. Sie will sich selbst neu positionieren und aus der ESA die New Space ESA machen, agil und dynamisch. Doch es ist eben nicht so leicht, sich am eigenen Schopfe aus dem Sumpf zu ziehen. Behörde bleibt irgendwie Behörde, noch dazu, wenn sie aus zahlreichen nationalen Staaten mit ganz unterschiedlichen Partikularinteressen nur schwerfällig gesteuert werden kann. Der Generaldirektor macht gleich in scheinbar überzeugender Aufbruchsstimmung, um dann zuletzt doch den Offenbarungseid zu leisten. Alles dreht sich inzwischen um den New Space. Viele glauben immer noch, dass New Space bedeutet junge Leute und Start-ups. From the garage to the universe. Ich habe das mit vielen New Space Firmen in den USA diskutiert. Dort hat keiner gesagt, New Space bedeutet kleine Firmen, Start-ups und junge Leute. Die haben mir etwas anderes gesagt. New Space bedeutet Preisreduzierung, Kommerzialisierung, Innovation, vor allem künstliche Intelligenz und dann noch Agilität und Flexibilität. These four terms, then New Space is not just something for young entrepreneurs with a startup company. It should be also something for us. Und sie betreffen direkt auch uns selbst, die Europäische Weltraumagentur. Wir müssen uns zur Europäischen New Space Agentur wandeln und diese Begriffe auch in unserem täglichen Leben umsetzen. Wir müssen schneller werden. Die Unternehmen sagen uns, von der Idee zum ersten Test muss es schnell gehen. Das ist von großer Bedeutung, wenn man wettbewerbsfähig sein will. That must be very short, very quick, if we want to be competitive in a world competition. It's very simple. Aber ich kann das nur mit der Unterstützung aller Mitgliedstaaten. Der Generaldirektor schafft das nicht allein, auch wenn manchmal dieser Eindruck erweckt wird. It's not the director general who can do that alone. Also the convention gives a little bit of feeling I could, but it's not.